Ja, herzlich willkommen zu Alien Isolation. Hallo Olli. Moin. Jetzt bin ich wieder am Controller. Ja. Gestern haben wir ja ein bisschen, sagen wir mal, Schwierigkeiten gehabt mit einem... Mit zwei Schnuffis. Mit zwei, es sind zwei. Wir haben rausgefunden, es sind zwei Aliens. Ja, das stimmt. Und die sind wirklich penetrant hinter uns her. Das, was ich, diesen Geräuschmacher fand ich gar nicht schlecht. Den werde ich jetzt mal einsetzen. Damit locke ich zumindest das eine Mal gleich ins Treppenhaus. Ja, ich wollte es ja die Treppe runterschmeißen, aber es kam so, dass es mir... Da ist noch was zum Looten. Vielleicht ist da Flammenwerferöl drin. Nö. Da ist noch ein Schrank zum Verstecken. Der ist ja auch nicht ohne Grund da, ehrlich gesagt. Meinst du, man muss die so rauslocken? Ich habe doch keine Ahnung. Also dahinter sind sie jedenfalls. Das sieht ja, ein Blinder mit einem Krückstock da. Mhm. Na, die laufen da drin rum. Genau. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob sie von alleine ins Treppenhaus kämen. Also ich wollte ja links die Treppe runter einen Geräuschemacher schmeißen. Es landete leider neben mir. Die Frage ist, ob das wirklich was bringt, weil... Naja, es ging dahin irgendwie, ne? Es ging dann aber die Treppe hoch zu uns. Ja, weil es neben uns lag, das Ding. Ja, stimmt auch wieder. Und wenn man dann die Wahl hat, ne? Ja, dann nehme ich das sofort an. Dann nehme ich an. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich das jetzt wirklich machen soll. Also Mensch steht es wahrscheinlich direkt vor der... Ne, jetzt ist keine Ahnung, das kann ja nicht vor der Tür sein. Das ist in der Decke. Eins ist in der Decke und eins ist im Gang. Das stimmt. Oh, jetzt sind sie gar nicht da. Muss gleich links runter, glaube ich, genau. Ich habe jetzt mal ganz da hinten einen Geräuschmacher hin. Und nehme jetzt als nächstes wieder Flamey. Ah ja, toll. So. Das war blöd. Jetzt weißt du, wie man sich fühlt damit. Ziemlich kaputt. Genau, ja, das ist total kaputt. Ja, okay, es kann eigentlich nur... ich habe keine Ahnung, wie wir es hinkriegen. Ich bin jetzt auch ratlos. Ich bin mir sicher, also Geräuschemacher bringt es jetzt auch nicht so richtig. Mit Flamey wird man doch mehr werden da. Wir haben 3 Schuss, vielleicht 4. Und da ich habe... Da war noch was drin im Schrank? Ja, aber nichts Lohnenswertes. Man könnte es natürlich... Ich glaube auch nicht, dass Verstecken jetzt viel bringt, weil... Ja, wobei, wenn es gar nicht mehr funktioniert, würde ich es nachher fast sogar nochmal ausprobieren, aber... Ja, aber was bringt denn Verstecken? Das, damit bist du ja raus, nicht... Rauslocken und dann, dass sie irgendwie zumindest hier raus sind, weil wir müssen hier gleich irgendwie die Raumanzüge anziehen. Wir probieren jetzt mal die brutale, ich laufe da einfach mal durch, Methode. Das ist die beste Methode meistens. Ja, okay. Nee, in diesem Fall nicht. Okay, das sind 2 von den Viechern. Okay, also... Haben wir noch einen dritten, dem wir das geben können sonst? Kerstin! Können wir nicht das irgendwie umgehen, diesen Level, und einfach gewinnen? Gut, es war ja klar, dass das... Ich sag mal, das ist einer der letzten Level und das wird einem nicht leicht gemacht hier. Das ist doch klar, das wäre ja auch zu einfach. Ich glaube, man könnte durchlaufen, aber die Aliens sind einfach schneller. Das brauchen wir das gar nicht. Das auf sicher, ja. Das brauchen wir gar nicht versuchen. Wir könnten in den Schleichmodus gehen, dann sehen sie einen vielleicht nicht so viel. Sind da jetzt auch oft einfach nur so direkt reingelaufen. Jetzt ruckelt es gerade gewaltig. Das sind nicht wir. Das ist die Konsole, die da Schwierigkeiten hat. Aber gut, da ist ja auch eine Menge los, sieht man ja auch. Da läuft eins. Könnte einfach mal versuchen, sich da reinzuschleichen. Das macht ja, da hinten steht eins. Könnte ich das ablenken mit so einem Geräuschemacher? Oder in die falsche Richtung wenden, ne? Wo musst du hin? Links oder rechts? Ich werf den da ganz hinten hin. So, das ist abgelenkt, siehst du, das guckt. Wie eine Katze. Ja, natürlich. Siehst du, das geht da hin. Leider dummerweise die Treppe runter, wo ich auch hin muss. Nee, du hast es ja auch hingeschmissen. Vielleicht gibt es eine Bodenklappe oder so, die ich noch nicht gesehen habe. Hier kann man zumindest mal lang. Da ist eine Bodenklappe. Das ist Tatsache. Wir wissen noch nicht, ob die was bringen, aber ich meine, jetzt erstmal reingehen können wir ja. Und zwar bevor es uns so da wieder rauszieht. Ja. Mal sehen, wo ist die. Aber die hatten wir schon mal. Ja, da waren wir eben schon mal zugange. Aber macht ja nichts. Naja, erstmal. Wer weiß. Wer weiß. Ich glaube, guck mal die Map an, wo wir lang müssen. Ja, sonst. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt hier. Doch. Das ist ziemlich verkehrt. Nee, es ist nicht. Wenn wir hier irgendwie hochkämen. Da. Und da kommst du mit. Durch so eine Tür. Mal eben nochmal auf die Map gucken. Das ist nicht so verkehrt. Guck gleich mal über dir, ob da nicht irgendwie... Ich gehe ja noch nicht raus, aber doch, jetzt gehe ich mal raus. Oh, da ist hallo. Es. Ja, gut, aber da ist es sprungbereit, hast du gesehen? Was war das denn? Ja,
Ich habe auch die falsche Waffe. Ich wollte Flamey. Aber du, das ist doch nicht verkehrt. Vielleicht haut es ja irgendwann wieder ab. Jetzt geht die Tür nicht mehr auf. Achso, vielleicht weil es direkt davor steht. Also bin sicher, dass die hier nicht reinkommen. Also ganz sicher bin ich nicht, aber ein bisschen sicher bin ich schon. Wir müssen da oben hinten hin. Siehst du, da die Treppe rauf. Also mehr als dass das jetzt schief gehen kann. Kann ja nicht passieren. Siehst du, die leuchten auch grün, die Raumanzüge. Ja, wobei du in solchen Geschichten, da bist du echt besser als ich. Da muss ich dir echt Respekt zollen, dass du da in der Lage bist, so ein Run-Level immer recht gut abzuschließen. Jetzt erinnere ich mich an die Szene im Alien-Film. Da lief übrigens Schleim aus der Decke. Das ist gar nicht gut. Den habe ich so umziehen, natürlich die richtige Taste drücken. Jetzt werden wir beim Umziehen. Ich meine, was noch die Szene im Film? Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Würde ich sie je vergessen? Nein. Das sieht so komisch langsam aus. Das ist blöd, das. Oh, guck mal. Aber das ist ein Skript. Das ist ein Skript. Da, ich habe nichts gemacht. Das war ein Skript. Okay. Wo kommt das Loch im Boden her jetzt gerade? Das war da. Also vorher auch schon? Ich habe keine Ahnung, ob wir das jetzt, ob wir jetzt tot sind oder ob. Gewonnen. Ende. Nein, das war jetzt. Also keine Ahnung. Also wie gesagt, das war nichts. Ich habe nichts gemacht, außer den Drücken da. Drück doch mal Y, ob du deine Taschenlampe anmachen kannst. Ach, Scheiße. Ein geschlossenes Ei. Mehrere? Nee, eingeschlossen. Ach, ich bin jetzt in der Wand gefesselt. Oder ich bin jetzt tot. Das ist eine neue Form des Sterbens. Kann natürlich auch sein. Hatten wir noch nicht. Nee, sie befreit sich. Wir wären nicht Ripley. Ja, das würde ich sagen. Ripley, genau. Ellen? Nee, Ellen Ripley. Ellen war die Mutti. Das ist ja auch nicht schön so. Eine tote Leiche. Was ist sie tot? Mach das Ei weg. Gehen Sie zurück zur Luftschleuse. Ja, schönen Dank. Mach das Ei weg. Denk dran, das Ei. Wir haben keine Waffen bestimmt, ne? Du hast gar nichts, oder? Wie kommst du denn darauf? Dann mach das Ei weg, das geschlossene. Ich mach jetzt gar nichts weg, ich hau jetzt hier ab. Hier kommt bestimmt gleich Mini-Schnuffi. Ja, weil es aus dem Ei schlüpft. Flammeöl. Du achtest ein bisschen auf Mini. Es wird leider eins kommen, weil das Ei wird ja sicher. Oh. Nee, das sind ein paar mehr Punkte gewesen. Ich glaube, hier können wir durch. Gehen Sie zurück zur Luftschleuse. Da lag wieder was. Und hier kommt bestimmt Flammenwerferöl. Das werden wir brauchen, offensichtlich. Also ich höre was. Das muss nicht mal von vorne kommen. Doch, da kommt's. Kurze, nur ein ja, Stoß. Ja, du hast ja recht. Nee, es waren zwei. Hast Glück gehabt. Ja, eben, deswegen. Mini-Schnur. Nichts gesagt. Ich habe vorhin nicht gespeichert. Und ich glaube nicht, dass das eben als Speicherpunkt galt. Alter, ey. Ich hasse das Spiel. Da liegt was. Ich höre wieder was. Den habe ich nicht gesehen. Ich tut mir leid. Nee, ich auch nicht. Wo haben wir denn zu. Wenn wir jetzt wieder ganz vorne. Du darfst wieder laufen, doch. Das so. Kann nicht doch, sein, doch, ey. Doch. Also, das ist echt ungerecht. Nee, halt. Wir sind. Nee. Doch, warte. Doch. Gehen Sie zurück zur Luftschleuse. Alles klar. Wir sind ja gefallen, da war ziemlich lange, war zwar kein Speicheranzeigen-Dingsbums, aber. Ja, deswegen war ich so. Mach mal kaputt das Ei. Nein, ich verspare jetzt Flammenwerferöl, ehrlich gesagt. Du schießt ihn doch sowieso gleich ab, oder nicht? Aber wo ging es denn lang? Also das lag. Oh, da liegt ein Minischluck. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob man die vollen Eier kaputt machen muss. Ich weiß es einfach nicht. Naja, im Keller, da wo wir die Kerne überlasten mussten, haben wir es gemacht. Bist du sicher? Ja. Okay. Kann mich nicht mehr erinnern, das ist 100 Jahre. Ein kurzer Mini-Stoß auf so ein Ei und das Ding, ja. Und das auf so ein geschlossenes Ei? Auf ein geschlossenes, es brennt lichterloh. Da. Da, zu Buben und okay. Rechts war auch noch eins, oder? Pumpgun. Und da sehen wir auch noch eine Speicherkarte, so eine Terminal. Da, so eine Arbeitskarte, wofür wir die brauchen, ja, weiß auch keiner so genau. Da ist da schon wieder irgendwas gewesen. Wo war noch so ein Ei? Eigentlich ziemlich da, wo wir aufgewacht sind, oder nicht? Oder war es das? Nee. Egal. Hier lief doch gerade einer lang. Aber der kommt jetzt natürlich nicht, weil. Was war das? Darüber Munition, okay. Hier lag jedenfalls Flammenwerferöl. Genau. Die brauchen wir auch an dieser Stelle. Es lag gleich auch noch mehr Flammenwerferöl draußen. Hier kamen gleich welche, glaube ich. Um die, also zwei. Ja. Wenn man rechts. Hier kamen die.
Da leck auch Flammenwerfer. Zwei Stück waren das, ne? Da kommt er. Zwei kurze Stöße. Wie da du? Ist noch einer. Ne, da hast du die beide erwischt. Cool. Ja, Grill-Schnuffis. Da ist noch Munition gewesen, aber ja, ich glaube, die brauchen wir momentan gar nicht, oder? Ich bin jetzt nicht so scharf auf Pumpgun. Na ja, gut, wer ja, weiß. Wer weiß, ja. Wer weiß es denn? So, hier war noch irgendwo ein Ei, sagst du? Die sind aber alle auf. Ja, das heißt, ich glaube, da kam noch einer aus der Tür. Da aus der Tür dahinter. Kam noch einer, ja, das stimmt. Also das war jetzt doch fair mit Spalten. Da liegt auch noch Flammenwerferöl. Sehr gut. Das ist übrigens sehr gut gemacht. Übrigens, das soll in diesem Mayhem-Level... Dahinter sind welche, ich höre sie doch. Wo kam der her? Hinter uns? Ich muss ja. Muss ja, weil vor aber uns war getriggert nicht. Immer, wenn wir an der Tür sind? Ja, okay, aber wissen wir das jetzt. Also das Ei da wegbrennen, dann kommt zumindest dieses eine nicht. Ja, das schaffen wir schon. Das ist, jetzt, ja, ja. Das ist ja jetzt ja, das ist nicht so anstrengend. Da das Ei wegbrennen, wie Herr Bergmann befohlen hat. Empfohlen. Ja, empfohlen. Also vehement empfohlen. Also es gab praktisch keine Widerrede. Zurück. Genau. Widerrede. Da ist noch, nee, das war auch noch zu, ne? Das war auch noch das zu. Das ist zu und das kommt hinter uns her. Pass auf, mach das wo auch. Wo ist es denn zu? Da, das ist zu. Das rechte ist zu. Ich kann gerade nichts machen. Da ist... Ja. Nee. Nein, das ist... Es ist zu. Das war jetzt teuer, aber du hast recht. Dann war das wahrscheinlich das Ding, was hinter uns herkam. Finden wir vielleicht, ja, gut, es hilft ja nichts. Wobei, offene Eier. Ich höre doch schon wieder. Das ist da echt. War Flammenwerferöl noch auf dem Tisch übrigens. Ja, das wollte ich noch mitnehmen, genau. Wenn wir was brauchen, ist Flammenwerferöl und Speicherterminals. Aber gut, in diesem Fall war ja sozusagen, das war ja wirklich fair, das dass wir an dieser Stelle auch, ja. Gespeichert haben. Das war nett. Hier liegt auch noch Flammenwerferöl und hier kommen zwei, das weiß ich wohl. Na komm, so eine richtige Taste drücken. Da sind sie. Grillschnuffis. Die gab es mal als Masken übrigens, so konnte man sich so aufs Gesicht setzen. Das ist sehr lustig, musst du mit jemandem ins Kino gehen, so mit deiner Angebeteten und dann die dir diese Maske heimlich aufsetzen. Nein, während du Alien guckst, ja, oder wie link ist das denn? So, jetzt kam hinter uns eins, also sagst du. Ja, aber dann muss ja. Oder jetzt doch durch die Tür. Ja, jetzt kommt natürlich durch die Tür, das ist ja klar. Nee, ich glaube, das war wirklich das aus dem Ei, was du eben noch geschrotet hast. Ich wäre mir da nicht so sicher. Siehst du? Ich höre es doch. Da, Tatsache, das ist geil. Und da liegt auch noch Öl, ne? Ja. Okay, das heißt auch nicht, dass es das schon war. Füll mal nach, bevor du durch die Tür gehst. Zu spät, hätte ich jetzt gedacht. Das wird uns jetzt noch ein paar Mal ereilen. Dass diese Mistviecher kommen. Welche Richtung müssen wir? Links oder rechts? Ich würde behaupten, links. Der geht auch gerade nicht. Oh, super. Nichts ist verlassen. Obwohl, hier sieht es nicht so gut aus. Flammenwerferöl. War zumindest nicht umsonst, dass wir da hingingen. Aber, also ich weiß es nicht, echt nicht. Da lang? Wenn du es quietschen hörst, dann mach einen Feuerstrahl. Map? Map? Oha. Was ist da, Freizeit? Freizeit steht da, ne? Oder? Nee. Da komme ich aber her, oder? Ich denke, wir müssen in die andere Richtung und da uns irgendwie durch. Da ist eine Tür gewesen da oben. Was? Da war eben eine Tür, eine grüne. Wo? Da wo du eben, geh mal ein Stück zurück. Da, geh noch, geradeaus. Jetzt guck mal links oder rechts oben. Da komme ich her. Ach so, okay. Stimmt, ja. Okay, also wir können... Da ging es nicht weiter, hast du erzählt. Ja, vielleicht doch mit Schleichen. Siehst du doch. Also persönlich, ich würde da eigentlich nicht durchgehen, wenn ich sie wäre. Also ich würde da sagen, so, nö, dann sterbe ich eben da vorne. Ich habe es gehört, ja. Das war entscheidend. Es wäre gar nicht schlecht, wenn jetzt hier ein Speicherterminal wäre, weil den ganzen Mist normal hätte ich keinen Bock drauf.
aber ich fürchte, das ist genau der Gag. Ja, natürlich ist das der Gag. Da liegt wieder irgendwas. Man muss durch diesen Gang, da hinten ist eine Tür. Nicht drauf versteifen, was da liegt. Erstmal gucken, ob da irgendwas kommt. Ja, gut, wenn sie jetzt von vorne nur kämen, hätte ich es im Griff, muss ich sagen. Jetzt müssen wir mal ruhig sein. Ah, da liegt eine Leuchtfackel, braucht niemand. Speicherterminal, da ist... Das ist gescriptet. Anderes. Ich kann das nichts machen. Das ist ein etwas anderes Teil, wa? Ich kann nichts machen. Zwei. Das ist totaler Mist. Ne, die sind gescriptet. Mhm. Ich konnte nichts machen. Also ich konnte hier nur... Die waren nur dazu da, mich zu ärgern. Oder dich zu animieren, dein Öl zu verbrauchen. Ja, das kann auch sein, das stimmt. Und wir haben auch schon wieder, trotz dass wir ständig was gefunden haben, die schützen ihre Kids, sag ich doch. Ja. So, und jetzt? Aber in einer brennenden... Nee. Oder links irgendwas eben? Ja, gucken wir mal eben. Da geht's auf jeden Fall gleich rechts. Eben links, war da was zum Mitnehmen? Auf der Bank da? Nee. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, das stimmt. Ich würde mich jetzt hier ungern sehr lange aufhalten. Ja. Da ist eine Tür, hinter der sich ganz sicher ein Speicherterminal befindet. Ja, bestimmt. Ich wünsche es dir ja so sehr. Achte auf diese quietschenden Geräusche. Bin still. Ja. Wo sind wir hier? Skript. Oh, der Arm verschwindet im Boden. Das ist ungesund. Wir gehen doch irgendwie immer tiefer in das Scheißding runter, ne? Ja, ich weiß auch nicht so richtig. So, weiter geht's. Das war nur ein Skript. Luftschleuse ist unser Ziel, ne? War das nicht so? Erstmal, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Triggerpunkt war, an dem auch... Ja, Luftschleuse ist eigentlich unser Ziel. Tja, und es geht nur nach unten durch die Leiter. Medkit? Hast du ein Medkit? Ja, hast recht. Sollten wir uns mal eben reinjagen. Besser ist. So, und jetzt hier klettern. Die goldene Leiter. Es geht immer weiter nach unten, obwohl wir eigentlich nach oben. Wir wissen, ich weiß, sind wir nach unten, nach oben? Das hat uns ja irgendwo hingeschleppt. Geschleppt, ja. Verschleppt. Aber eher nach unten, oder nicht? Weil zum ist hier vielleicht ein Speicherterminal? Nee, aber hier liegt Crample. Lootware. Revolver-Munition. Wofür? Wer braucht denn? Wofür? Da liegt ich was. Hol. War auch nur 25. Naja, jetzt 50 Schuss. Wir konnten immer noch nicht speichern übrigens, wollte ich nur mal so sagen. Jetzt hat er irgendwas gespeichert, da oben Speichersymbol. Ja. Ich glaube, das ist okay. Denke ich auch. Ach du Scheiße! Das ist die U-Bahn. Sind wir in New York gelandet? Ich muss es hier einfach nur durchschaffen. Deswegen auch der Speicherpunkt. Und die fährt noch, oder was? Ich glaube... Durchschaffen? Gerade durch, oder was? Kommt wahrscheinlich ständig so ein Zug. Das ist uns gerade durch vielleicht, oder? Ja, aber... Naja, je länger du auf der Schiene jetzt stehst, desto... Ich stehe ja nicht auf der Schiene. Also ich stehe voll auf die Map. Kurz. So, sollen wir hier Pause machen? Nee. Ach, du musst links über die Schienen und dann... Oh. Das ist so Frogger-mäßig. Ja, wahrscheinlich. Ach, fuck. Wer erfindet denn sowas? Naja, die Typen von Sega. Ach so, ja, stimmt. Ist nicht Frogger auch von Sega gewesen? So. So, das war schon mal fast... Nee, war nicht gut. Vergiss gerade kaputt. Du verbrennst gerade. Ja, okay, das habe ich gesehen. Was soll ich machen? Bäh. Wie komme ich jetzt vom Feuer wieder weggehen? Ach Quatsch. So ein Blödsinn. Okay, hier weiter. Der hat ja gerade gespeichert. Gleich tot übrigens. Du hast null Energie, ne, da unten. Dann bauen wir schnell ein Medkit, können wir nicht? Nee, das... Kommt hier irgendwas? Ja gut, aber er hat ja da gerade gespeichert, hoffe ich. Sonst müssen wir alle Schnuffis nochmal machen. Er hat wieder gespeichert eben. Er hat irgendwie geladen. Das war das Speichersymbol. Nein. Siehst du? Wir sind wieder da, wo die U-Bahn fährt. Hier kommen jetzt keine Schnuffis. Siehst du, da kommt jetzt dieser Mega... Uff. Gleich hinterher und rechts, auf der Schiene. Ja, das stimmt, ja. Ich muss es ja sofort. Und rennen. Nee, rechts. Nicht durch die Flammen. Hier lang. Sicher? Naja. Ich glaube eher in die andere Richtung. Du musst mit der Bahn mit. Ich glaube, das ist schon richtig. Okay, alles klar. Allerdings ist jetzt die Frage, was wir hier machen. Da ist so ein Loch im Boden. Können wir uns... Ah, jetzt kommt was.
bin mir sicher, das ist auch getriggert. Da geht ins Loch. Ja, aber wie? Aber rein. Ach nee, das ist kein Loch, das ist Gitter. Da ist ein Gitter drauf. Die gehen dann einfach. Also das ist es noch nicht. Und da kamen Flammen. Ja. Na toll. Und jetzt? Das sind rote Lichter, das heißt das gerade. Das ist schon irgendwie, dass man da wahrscheinlich hin muss. Ich meine, gut, sollen wir es probieren? Ja, natürlich, du, mehr sterben kannst du nicht. Gut, suchen, genau. Oh, ja, Nummer. Aber das war jetzt. Jetzt sind auch die zu. Kannst du klettern? Irgendwie da. Hier, wo komme ich gerade her, ne? Ja. Nee. Ja. Sollte hier nicht. Nee, hier komme ich nicht her, Alter. Das ist nämlich so ein voller Labyrinth. Das ist ja wirklich Frogger-mäßig. Und überall, wo so ein Ding ist, musst du durch dein Duken oder was? Krass, das hat sicher unterschiedliche Funktionen. Da kommt jetzt da hinten. Da muss ich jetzt hinlaufen, sag ich mal. Oder da duken. Das ist dieses Transitsystem. Ja. Und wieso fährt das gerade wild hin und her? Und da duken, ne? Nee, nicht mal ducken, sondern einfach nur bleiben. Und jetzt warten, bis es über mir wieder lang fährt. Klettern. Wollen wir hier mal, Was wollen wir hier mal? Pause machen. Du meinst so? Ja, an dieser Stelle wurden wir von der U-Bahn überrollt, aber haben es überlebt. Wir leben noch, ganz knapp. Dann machen wir an dieser Stelle mal kurz Pause für heute. Und wir sind ja kurz vor dem Ziel. Ja. Es kann ja sich nur noch um Tage handeln. Ansonsten muss in der nächsten Folge der Olli herhalten. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss.